Hallo und herzlich willkommen zurück zu WoW Classic. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, haben Stufe 12 erreicht und nun. Wir haben aber noch Horga, das ist allerdings eine Elite-Quest. Ja. Wir versuchen es gleich auf jeden Fall nochmal mit Horga. Ansonsten müssen wir das halt später nochmal machen, wenn wir in Westfall ein bisschen weitergekommen sind. Aber wir haben dann noch den Sammler, der fertig gemacht werden muss. Ich benutze jetzt extra noch nicht den Ruhestein, weil ich gleichzeitig auch einmal noch nach Stormwind will. Und ich das dann, wenn wir nach Goldhain müssen, wahrscheinlich eher benutze, wenn wir in Goldhain sind. Das da unten müssen wir auch noch machen. Das machen wir dann auf dem Weg dahin und wieder zurück. Und ja, weil ich glaube, wir können auch neue Ausrüstungen haben, wenn wir Stufe 12 sind. Weil das ist ja alles gerade Stufe 5. Und folgedessen würde ich gerne gucken, dass wir das vielleicht hinkriegen. Vielleicht kriegen wir Horror dann auch hin, wenn wir eine bessere Rüstung haben. Wäre ja eine Möglichkeit. So, wir haben auch unsere Talente weiter ausgebaut. Wir haben jetzt 2 auf Schutz des Frostes. Sodass wir jetzt erhöht die Rüstung und Widerstände von eurem Zauber Frostrüstung und Eisrüstung. Also Frostrüstung. Gut, das ist ja keine Intelligenz. Eisrüstung haben wir noch nicht. Um 30%. Solange aktiv erhält euer Frostzauberschutz zusätzlich eine Chance von 20% Frostzauber und Effekte zurückzuwerfen. Finde ich ganz cool. Mal sehen. Ich werde als nächstes auf beides hiervon gehen. Wahrscheinlich aber eher auf elementare Präzision. Damit die Gegner nicht ganz so leicht widerstehen können, wenn wir zaubern. Erfrierung. Benötigt 5 Punkte Frosttalente. Okay, allgemein nur 5 Punkte Frosttalente. Ich muss also die Talente nicht fertig machen. Aber Frost. Okay, hier. Braucht ihr Hilfe? Ja gut, gesucht Horga können wir leider noch nicht abgeben. Das Licht segne euch. Der Sammler. Was? Schon seit Monaten arbeiten unsere Leute nicht mehr in den Minen von Elbern? Zeigt mir diese Notiz, die ihr da habt. Nein! Oh Gott! Mist, okay, ich habe jetzt aus Versehen übersprungen. Na egal. Wenn der Sammler Gold aus unseren Minen entnimmt, dann besteht er das Königreich. Führt den Sammler seiner gerechten Strafe zu, beugt mir den Ring, der in dem Abholplan, den ihr mir gegeben habt, erwähnt wurde. Im Abholplan steht, dass der Sammler sich im Brackville Kürbisbeet versteckt hält. Dort solltet ihr nach ihm suchen. Für die Allianz. Menschenjagd, okay, Ring des Sammlers. Werden wir als nächstes auf jeden Fall machen. Ich möchte aber erstmal nach Stormwind und da halt nach einer Rüstung gucken. Ich weiß, es ist halt ein unglaublicher Weg jetzt wieder. Aber hey, wir haben doch alle Zeit der Welt. Oh Gott. Oh. Nee, ich finde es schön. Ich werde aber tatsächlich so ein bisschen den Wald vermissen. Glaube ich. Aber die große Frage, die ich mir stelle, ob man dann halt wirklich in jedes Gebiet muss oder beziehungsweise ob wir dann wirklich jedes Gebiet durchquesten wollen oder ob wir halt mit einem Charakter eine Seite machen. Also dass wir jetzt mit dem hier zum Beispiel die komplette Seite machen, sofern es natürlich geht. Weil ich würde halt schon gern Classic irgendwie komplett machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Halt so mit beiden Seiten. Also Kalimdor wie auch die östlichen Königreiche. Ich weiß nicht. Könnt ihr euch ja entscheiden, ob ich dann 2 Charaktere für machen soll. Oder ob das alles mit einem machen soll. Oder ob das gar nicht nötig ist für die Story. Ob wir das dann einfach so belassen. Ob die Story dann gar nicht auf Kalimdor übergreift. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also das wäre nett finden, wenn ihr mir zumindest so eine Tendenz
hinrichten oder hinschreiben könntet in die Kommentare, damit ich so ungefähr weiß, wie ich vorzugehen habe. Also bitte alles auf Story-Ebene betrachten, ne? Weil Story ist bei mir hier im obersten Vordergrund. Und ja. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich sowieso eine Vorliebe habe, dafür neue Charaktere zu erstellen. Also selbst wenn ihr mir sagt, ey, du brauchst dafür einen neuen, oder mach dafür einen neuen Charakter, oder du müsstest wahrscheinlich einen neuen erstellen, oder, ne? Ist für mich kein Problem, mache ich gerne. Ich glaube, hier mussten wir hin. Stoffrüstung. Ja, schön, dass ihr geöffnet habt. Ja, Stufe 12 haben sie hier. Das ist schön. Wird aber teuer. Wird aber teuer. Okay, wir haben 34.29, ne? 18. Man sieht sich. Okay. Machen wir das erst einmal so. Hallo. Sieben haben wir. Das heißt, Schuhe könnten wir uns zum Beispiel nicht leisten. Können uns hier halt auch noch so ein Unterhemd leisten. Aber, nun gut. Und ab 17 gibt's die nächste. Ab 17. Boah, die wird aber teuer. Wobei, nicht gerade teurer als... Doch, doch, 22. Alter. Das wird teuer. Die Schuhe können wir uns leider nicht mehr leisten. Dann nehmen wir mal die hier, die sind günstiger. Ihr sucht doch etwas, was ist es? Mögen die Reisen sicher sein. Okay, wir haben noch nicht alles komplett voll ausgestattet. Aber Rüstung ist jetzt bei 351. Ich habe übrigens vergessen, den Part in der letzten Folge zu machen. Also den Screenshot. Nee. So. Machen wir das einmal. Achso, machen wir das einmal so. Dann laufe ich einmal eine kurze Strecke. Und macht das dann hier einmal so. Perfekt. So, aber wir haben, wie gesagt, schon mal eine etwas bessere Rüstung. Das ist doch schon mal was. Wie gesagt, das hier hatte ich dann halt zum Beispiel in Westfall auch nicht. In Westfall muss ich dann tatsächlich von da aus nochmal zurück. Da waren wir ja mit Stufe 10 bei der letzten Aufnahme. Also nicht bei dieser Aufnahme, sondern wo ich das ja das erste Mal versucht hatte aufzunehmen. Mit Level 10 und ich, Gott, habe ich mich da dämlich eingestellt, ne? Und dann musste ich ja immer mal wieder zurück und hatte aber auch übelste Geldprobleme.
Also so richtige Probleme. Hab mir aber tatsächlich auch alles in Zaubern gekauft, was ich damals machen konnte. Jetzt habe ich ja so ein bisschen drauf geachtet, was ich brauche, was ich nicht brauche, wie das Ding mit dem Schaf. Das dachte mir jetzt auch nur so, okay, nee, lassen wir mal. Ja. Also das, was wir jetzt haben, damit bin ich bisher zufrieden. Mal sehen, für wie lange. Und ja. Schauen. So, diese Kürbisfelder sind hier. Wahrscheinlich fragt ihr euch auch, warum ich die ganze Zeit hier auf diesen Wegen laufe, weil ich keine Lust habe, ständig angegriffen zu werden. Und die Wege sind ja verhältnismäßig sicher, wenn hier nicht gerade mal so ein verirrter Wolf rüberläuft. Von daher machen wir das so irgendwie. Ich glaube, die meisten Viecher haben hier uns sowieso nichts mehr gegenzusetzen, ja, Stufe 6. Das ist einfach mal 6 Level unter uns. Also von daher, eigentlich hätten wir hier nichts mehr zu befürchten. Ich muss hier sowieso einmal kurz zurück oder einmal querfeld ein, weil ich da unten das Gebiet einmal freischalten möchte. Da haben wir nämlich noch nicht Bandit der Defias. Ja. Ich versuche jetzt mal nicht so viele hier anzulocken. Nicht mal so einfach wird. Könnte sich das Ding vielleicht mal freischalten? Danke. Okay. Dann haben wir diese komische Anlegestelle jetzt auch. Tonniger Hexer der Defias. Problematisch wird es halt dann wirklich ab einer Stelle in Westphal, an der ich nicht weiterkam. Was aber vielleicht diesmal gar nicht so wild ist, dadurch, dass wir jetzt schon Level 12 sind. Und Westphal jetzt an manchen Stellen schon einfacher wird als noch beim letzten Mal. Also ich werde wahrscheinlich genauso vorsichtig wie beim letzten Mal durchgehen. Was ich aber teilweise schon gar nicht mehr müsste an einzelnen Stellen. Als ich rede, wirr. Aber das ist mir egal. Solange ich weiß, was ich meine. Aber ohne Scheiß, wie viele Parts haben wir jetzt in Westphal? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann mal kurz nachgucken. Wir haben... Oh Gott, das müsste jetzt der 12. Part. Ohne Witz, der 12. Part! 12 Level, 12 Parts! Geil! Witzig wäre es jetzt tatsächlich, wenn wir in jedem Part ein Level gemacht hätten, ne? Das wäre halt mega funny. Ja, aber 12 Parts ist eigentlich ganz in Ordnung. Oh, die sind schon grün gemarkert. Uiuiuiui. Wir müssen, glaube ich, dahin. Hallo Prinzessin, dich könnte ich jetzt wahrscheinlich mit Leichtigkeit killen.
Also ja, ich kann es immer noch nicht mit so vielen aufnehmen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und so schlecht sind wir nun auch wieder nicht. So, den hole ich mir auch gleich mit. Damit wir wenigstens sicher auch nach hinten ausweichen können. Ich habe kein Ziel. Oder dass er mir hier von hinten einmal reingrätscht. Muss ja nicht zwangsläufig sein. Das ist der Sammler. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und jetzt ist der Sammler dran. Das lädt immer noch auf. Ich brauche ein Ziel. Ich frage mich immer noch. Also bringen tut mir das Ding gar nichts. Okay. Okay, gut. Ja, dann haben wir es auch fertig. Der Bonus ist vorbei. Egal. Achso. Dich kann ich einmal kurz. Stimmt, wir können uns dann einmal mit dem Ruhestein importen. Habe ich gerade gar nicht mit bedacht. Also für die nächste Rüstung müssen wir auf jeden Fall sparen. Ich liefere nur feinste Waren. Mögen eure Reisen sicher sein. Vor allem zwischendurch möchte ich eigentlich auch mal mein Gepäck erweitern. So, das wird gar nicht mal so easy. Ehre dem König, Freund. Menschenjagd. Habt ihr den Sammler gefunden? Konnt ihr herausfinden, für wen er arbeitet? Na, kann ich aber verkaufen. Ihr habt ihn gefunden, gut gemacht. Da wird in den Minen von Elven nichts. Der wird in den Minen von Elven nichts mehr einsammeln. Und dieser Ring, den ihr gefunden habt, ist auch sehr interessant. Sein Gildenring, der alte Steinmetzgilde aus Stormwind. Warum ihnen ein nichtswürdiger Dieb den Ring eines Handwerkergilde in seinem Besitz und warum treibt die Bruderschaft der Defias Geld aus unseren Minen ein? Das sind schwierige Fragen und ich hoffe nur, wir werden eines Tages die Antworten darauf finden. Seid vorsichtig. Mal gucken.
glaube, ich habe gerade so die Hälfte einfach übersprungen beim Lesen. Okay, gut. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall einmal uns um Horga kümmern. In der Hoffnung, dass wir Horga schon hinkriegen. Ansonsten versuchen wir ihn einfach mit 13 oder 14. Wir müssen sowieso das ein oder andere Mal nochmal durch Elven reisen. Also, was soll's. Aber wir versuchen Horga noch einmal. Es kann ja nicht schaden. Lol, nein, ich habe meinen Zauberstab verkauft gerade. Kurz war ich blöd. Darum. Gerade den guten habe ich verkauft. Also. Nein, oh Gott, war ich doof. Oh, war ich doof? Na egal, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Das Kind ist jetzt bereits im Brunnen gefallen. Also manchmal bin ich ja sogar echt... Gott. Ja. Naja. Ist halt so jetzt. Ja, ich hoffe, wir finden einfach noch bei Zeiten einen Stab oder kriegen einen. So. Dann schauen wir einmal, wie es mit Horga weitergeht. Ansonsten werden wir uns tatsächlich jetzt gleich erstmal auf den Weg nach Westfall begeben. Werden da alles erstmal annehmen, wo wir vorbeikommen. Weil ich möchte erstmal zu der Hauptgarnison dahin. Weil da kriegen wir dann ein großes Arsenal an Quests, wenn ich mich recht entsinne. Dann haben wir nämlich auch gut genug zu erledigen in den nächsten Parts und müssen nicht immer hin und her rennen. Ich weiß gerade nicht genau, wo Horga ist. Eigentlich müsste er ja hier sein. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Da hinten ist Horga. Ihr ist gewandert. Weit, weit gewandert. Ich muss näher ran. So. Ich bin außer Reichweite. Mama. Das ist zu weit entfernt. Das lädt immer noch auf. Oh Gott. Nee, werden wir nicht schaffen.
schade. Ich weiß, ich sterbe jetzt. Ah, Mist. Aber es hätte klappen können. Wir haben zumindest schon mal mehr geschafft als eben. Ich hätte jetzt ja auch fliegen können, aber... Ich dachte... Ne? Ich sag mal so, vielleicht mit ein oder zwei Leveln. Na, ich glaube ja mit zwei. Mit einem wird es doch schwierig. Mit einem Level, also mit 13. Ja doch, mit 13 wird es doch schwierig. Ich denk mal so mit 14. Mit 14 sollten wir es eigentlich schaffen. Vor allem gleich muss ich erstmal durch das ganze Lager laufen. Okay. Dann machen wir erst einmal die anderen Sachen fertig. Ist ja halb so wild. Jo. Okay, Leute. Seid ihr bereit für Westfall? Aber, jetzt bin ich mal ganz gemein. Wir werden Westfall erst beim nächsten Mal sehen. Ich werde hier einen Cut machen. Es passt dann halt einfach perfekt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit aufnehme. Ich muss erst mal gucken. Ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Und ja. Viel Spaß mit den Videos. Ciao.